Herzlich willkommen bei der Distläuser Feierabendparty. Ich muss mich jetzt doch erstmal auf die Suche machen nach euch Lieben. Ich bin der Stock hier von Radio Ton. Sag einen schönen Montag, ein Dienstag haben wir heute. Dienstag immer noch, ja. Völlig richtig. Hat sich nichts dran geändert. Also, wir feiern heute zusammen an diesem doch wunderbaren zweiten Tag in der Woche und haben viel Spaß miteinander. Um viel Spaß miteinander zu haben, müssen wir das irgendwie zusammen koordinieren, dass wir gleich bei den Partyspielen auf einem Fleck sind. Also wir werden mit euch so tolle Sachen wie Maßkrugstämmen machen, Bobbycar-Rennen, Gummistiefel, Zielwurf und Eis-T-Shirt-Contest. Also wir feiern zusammen, wir spielen zusammen. In diesem Sinne, seid mir so gut und verteilt euch dann auf jeden Fall rund um die Spielfläche, entweder zum Mitmachen oder zum Anfeuern, denn eure Kollegen wollen natürlich Motivation von euch erfahren. Jetzt geben wir euch noch 5 Minuten Bedenkpause, dann können wir damit loslegen, denn es geht natürlich auch darum, dass wir Kandidaten finden und es geht gleich los mit Maßkrugstämmen. Ich setze mich dazu und frage, wer bist du? Sigi. Sigi, was machst du denn? Personalabteilung. Personalabteilung. Jetzt haben wir hier jemanden in einer schönen Fettbrille. Wer bist du denn? Heinz. Hör mal, du hast ja eine Stimme, du könntest ja zum Radio gehen. Wenn du mich haben willst. Das können wir mal probieren. Aber erstmal Maßkrugstämmen, Heinz, wie sieht's aus? Nur wenn der Edelmann mitbricht, der Maulwurf. Wer ist der Maulwurf? Du bist der Maulwurf. Ja, hätte ich gesagt, wir schnappen auch den Maulwurf, der wie heißt? Ralf. Der Ralf. Also Ralf und Heinz, großen Applaus bitte. Männer, ihr dürft euch zu den Maßkrügen begeben. Wer sitzt mir gegenüber? Jutta. Bist du eine ganz starke Schauspieler, Konkurrenz kannst du dir schon mal anschauen. Und wenn du dich jetzt nach vorne begibst, kannst du dich schon mal mit dem Maßkrug drauf machen. Legen großen Applaus bitte. Okay, hier nach vorne kommen. Großen Applaus auch für Christina. Also das klappt schon mal hervorragend. Los! Maßkrug stemmen. Was ist denn, Männer? Ihr gebt gleichzeitig auf, das ist ja hervorragend. 7 Minuten und 44 Sekunden. Ralf und Heinz teilen sich den ersten Platz. Herzlichen Glückwunsch. Was ist da an dir vorgegangen, als er so richtig, richtig hart wurde? Warum ich so blöd bin und da mitmache. Merkst du, spürst du deinen rechten Arm noch oder also, ist er völlig taub? Also das Heben am Abtrinken funktioniert noch. Also, großen Applaus nochmal. Maßkrugstämmen, Spiel Nummer 1, das sind eure Lieben. Dann höre ich da auch raus, dass sich der Herr Duschner bei Radiotouren beworben hat. So ist das. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie haben Sie davon gehört? Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, ich bin über Facebook draufgekommen. Ja, wie ich mal wieder gucken wollte, was ich nicht für Bembe bei Facebook alles Gutes tun kann, bin ich irgendwo darüber gestolpert. Und dann habe ich mir gedacht, gewinnst eh nicht, aber mach's dann mal. Und irgendwann klingelt das Telefon und dann ist dieser Moderator dran. Puls auf 300.000 und ja, konnte ich eigentlich erst gar nicht glauben. Aber was waren so die ersten Gedanken, also nachdem man aufgelegt hat, ey, wir haben gewonnen, was ging einem so direkt durch den Kopf? Ach du Scheiße. Im Moment habe ich gedacht, oh lieber Gott, was hast du da angezettelt? Und dann habe ich mir erst gedacht, gut, jetzt gehst du mal los, machst ein paar Leute in der Firma nervös. Und dann habe ich natürlich auch rein zufällig das komplette Chefriege bei mir vor dem Büro getroffen, die mich erstmal mit großen Augen angeguckt haben. So, alles klar, mein Freund, das hast du uns jetzt eingebrockt, das löffelst du jetzt auch aus. Sieh zu, aber hat alles ganz gut geklappt. Ja, Hauptsache die Zustimmung kam trotz alledem von den Chefs irgendwie, ne, oder? Ja, die kam. Ich meine, die beschweren sich auch nicht, wenn man eine Party geschenkt bekommt, wenn man Freibier geschenkt bekommt. Ja.
Also Export gibt es auch bei Disco-Häusern, wo ist der Exportleiter? So böse sehe ich nicht aus, oder? Jonas, hast du Lust, einen Film zu machen beim Hobbykalender? Willst du den Erwachsenen mal zeigen, wie es geht? Ja. Also, einen großen, großen Applaus für Jonas. Du bist mir sehr sympathisch. Was machst du bei deinem Buch? Und wie viele Punkte empfängst du? Sehr gut. Damit bist du zugelassen, offiziell für das Hobbykalender. Großen Applaus für Stefanie. Ein großer Applaus für Melina. Den Exportleiter, den wollte ich mir mal an die Seite holen. So war das. Am Grill. Der junge Herr mit der heißen Frisur. Also das Steak müssen wir noch einmal in den Grill zurücklegen. Er hat hier eine wichtige Verpflichtung. Wie heißt du denn? Sven. Schau mal, da vorne war ein Bobbycar-Rennen auf dich. Bitteschön. Wie heißt du? Sven. Wie alt bist du geworden? 20. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich habe das beste Geschenk des heutigen Tages für dich. Du darfst irgendwann beim Bobbycar-Rennen. Das ist quasi im Wildcard. Großer Applaus für euren Geburtstag. Es geht. Und der Schatz stimmt dem Ganzen zu. Das finde ich gut. Schau mal, das ist doch ein Traum. Der nimmt dir sogar die Handtasche. Victoria, kommt mit nach vorne. Großen Applaus. Damit kommen wir zum dritten Viertelfinale. Sven gegen Sören. Das Geburtstagskind ist auf jeden Fall heiß auf die ganze Piste. Und Sven sagt sich, ich weiß nichts davon. Du bist ja ein ganz, ganz cleverer. Denkst, ich stell mich ins Eck und rauch ein. Aber Sven, jetzt schau doch mal, wir haben doch das Bobbycar schon mit deinem Namen bestiftet. Nein, keine Angst, die halten bis zu 200 Kilo aus. So viel kriegst du nicht auf die Waage. Also wir haben da schon einen ganzen Kindergarten drauf gesetzt. Schau mal, Sven. Nummer 3. Oh, lieber. Hey, wir sollen da lenken. Schau mal, du hast da was, das siehst du zwar nicht, aber es ist etwas in der Art eines Lenkrads. Sven, auf. Das geht mir hin. Das macht Spaß. Leg mal bitte einen großen Motivationsapplaus für Sven. Auf die Plätze. Fertig. Los. Männer im Sattel und Sven hat im Voraus doch den einmaligen. Was sagt unser Schiedsrichter? Er hat gewonnen. Also, im Fotofinish hat Sven gewonnen. Wir haben das alles ganz genau festgehalten, sogar gefilmt an dieser Stelle. Fertig, auf die Plätze. Fertig, los! Und mit Alex Röder und Melina steht im Finale. Ich hab das schon kaputt gemacht. Also Sven versucht noch ein bisschen so à la Stefan Raab hier den Gegner zu berühren. Christian denkt sich, was ich mache. Und Sven die Nase kommt. Und Christian hat gewonnen. Alle T-Shirts, eure Preise, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank fürs Mitmachen. Das war's mit Bobbycar-Rennen. Das Wort, wenn ich das sage, loslegen. Okay, jetzt. Bei gefühlten 30 Grad.
Preis. Das sind eure drei Sieger bei der Distelhäuser Feierabendparty im Eis-T-Shirt-Contest. Und damit, ihr Lieben, sind wir am Ende der Spiele, aber noch lange nicht am Ende der Distelhäuser Feierabendparty. Wir feiern noch gemeinsam.